Hallo, herzlich willkommen zurück zu Video zur LS19 auf der Karte und da geht's mit dem Million, lieben Fabi. Hallöchen. Hallo J-Gamer. Moin. So, ich habe einiges Ausfing gemacht. Ich habe 12 Feld 43 runtergerufen mit Raps. Kam ungefähr 43.000 Liter runter. Ich habe das Feld noch fertig gegrobert gehabt. Ich habe die Wiese 81 geschwadert und bin jetzt dabei, das einzusammeln mit Gras. Und ja, was haben die anderen so gemacht? Ich habe fertig gedüngt, mein Feld 50, dann habe ich das Feld 49, war mal letzte Folge neu gekauft, habe ich runtergemacht und schon mal den Drescher zum Feld 50 hingefahren. Jetzt gleich wird gespult und dann ja, werden wir hier schön dreschen. Genau. Ja, ich habe Feld 43, 19 runtergeruppt mit Gerste. Entspannte 226.000 Liter sind da runtergekommen. Und habe jetzt dann schon mal angefangen mit Misten. Aua. Jetzt warte ich darauf, dass wir spulen. Was ist das denn eigentlich immer? Was? Haben wir ja durch meine Zuckerrüben hier durchgejagt. Ich hab die ein bisschen gedüngt. Ja, ich sehe das schon hier. Der Gras verfault, ja, also. Keine Zuckerrüben mehr, nur noch Gras. So. So. Dann sind sie dann so klein. Weißt du, wann waren die Rüben überhaupt reif? Winter, oder? Eigentlich jetzt. Für den nächsten Tag, meine ich. Oder? Warte mal. Zuckerrüben. Oh. Es sind 2 Tage. Dann sind wir schon auf jeden Fall warten müssen. können wir jetzt schlafen gehen oder noch nicht? Nein. Hat doch Fabi vor 2 Minuten gefragt gehabt. Ich kann aber nichts mehr machen. Ja, da musst ja, du dann warten. Halt die Füße still. Gott, Mädel. Das machst du aber fein, Ossi. Was? Das machst du aber fein, Ossi. Ja, will. Wir haben bezahlt. Ich sehe alles und noch zum Essen schön einsammeln. Nix irgendwas. Oh, genau. Dann mach doch eine kleine Mission oder sowas. Nee, dann müssen wir auf ihn warten. Oder wasch deine Maschine oder sowas. Bin ja auch gleich fertig. 2 Bahnen noch. Ja, 65 km/h ist schon die Meter, Leute. Na gut, also er sagt, er kann nichts mehr machen, aber 65 km/h aber. Ja, jetzt war schon mal den Camper zum Mal fällt. Weißt du, was ich mir jetzt so richtig gönnen würde irgendwie? Dann fällt gleich nicht reif wird, sondern das andere. Also so wild, das andere ist 10 Meter weg. Oder 20. Ach, schade. Nee, 20 ist übertrieben, aber so 200 Meter. 300 Meter. Fällt 37. Also noch nicht so ganz gut in Geografie aufgepasst mit Entfernung, oder? Luftlinie vielleicht, aber sonst auch nix. Ja, ich spreche ja auch von Luftlinien. Ja, da muss auch dazu sagen. So. So, Serion abhängen. Kann dir schon mal vor den Schwader. Also, ihr nervt die ganze Zeit mit Vorspulen, aber nicht was so eingestellt, dass wir wenn auf 4000 vorspulen können, gell? Das habe ich schon eingestellt. Ja, eigentlich könnten wir schlafen gehen. Der Unterschied. Doch, es doch, leckt nicht so geht nochmal 1000 schneller. Ja. Und es leckt nicht so viel. Schlafen leckt genauso, weil dann kommen einfach die Lecks erst im Nachhinein. Gar nicht, wenn du dich nicht bewegst, dann leckt gar nichts. Ja, oder so. So. So.
Wie lange hast du circa noch, Ossi? Letzte Bahn. Dann musst du das noch zum Hof fahren, oder? Ja, schon mal aufs Feld fahren, den Schwader ausbreiten. Das Problem, Leute, ich würde schon gerne anfangen mit Schwadern, aber bringt mir grundsätzlich null. Wenn das verwässert ist, bis nächste Folge, dann habe ich das Schwadern für nichts gemacht. Habe ich unnötig dem Xeron Diesel weggenommen. Und der braucht Diesel, glaub mir. Ach, den kannst du auch mit was anderem füttern. Da muss ich mal den Diesel rein. Genau. Dann knallt der wenigstens ein bisschen. Maschinen sind alle vom Hof weg. Also, nee, noch nicht alle. Also, ich meine, Fahrzeuge, Traktoren sind alle vom Hof weg. Stopp. War das eigentlich irgendein großartigen Unterschied, wenn du jetzt wirklich Heizöl reinkippen würdest? Außer, dass der qualmt. Na ja, gut, ist Steuerhinterziehung. Ja, gut. Aber ich meinte jetzt leistungsmäßig oder so. Nö, aber ich weiß nicht, wie das bei den neuen ist, bei der Kornbälle-Einspritzung, so ein Schmarrn. Ob du es überhaupt machen kannst. Oh, okay. Bei den alten Schleppern ist das kein Problem, da sollst du ja sogar auch ein bisschen Motoröl reinschütten und Diesel. Also bei den alten kannst du es ja noch machen, aber bei den neuen weiß ich es nicht so noch. Ja gut, da weiß ich auch nicht, was ich machen würde. Warte mal. Ich guck doch mal vor. Läuft doch schon. Könnte laggen, Leute. Wir machen ja nichts. Weil wir vorspulen? Nee, weil ich ein Feld gemacht habe. Ja, merkt man eh nicht. Man lässt jetzt vorspulen, kommt nur vom CP. So. Das war gegangen. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt wird's. Es wird reif, Leute. Geil! Wird es reif, oder? Nee, mein Feld nicht. Im Wachstum, nee, okay. Oh, wird langsam was. Wird langsam was, Leute. Doch, ist ein Tor, lol. Auf Escape. Ah, jetzt. Ja, jetzt werden alle meine Felder reif. Dankeschön für nichts. Du warst was Baumwolle? Nee, Baumwolle noch nicht. Oh, schade. Du hast was zum Tun haben, jetzt hast du was zum Tun. So, jetzt habe ich was zu tun. Ja, warum kann ich jetzt den Drescher nicht einschalten? Ja, Felder muss an. Ah! Gut. Oder Heizöl ist leer. Nee, der Bunker ist noch nicht auf. Oh. Anfängerfehler. Wieso? Und Drescher Linsky, du machst deine Arbeit. Ich wollte was nachgucken. Gut. Was haben wir? Hafer. Hafer muss ich nicht so viel abkacken. Das ist auch mal wieder was Gutes. Das hier, die Kühe sind. Ich ist doof gerade. Guten Morgen für nichts. Die Kühe sind gut. Nein. Mein Kühen jetzt auch noch super. Ich hoffe, das ist normal, Leute. Mal gucken, wann wird die Erntezeit sein. Die Erntezeit von Baumwolle ist bis morgen. Und die Frucht heißt immer noch gepflanzt. Gut, das passt sowieso nicht rein. 100% nicht. Zum Glück hat es nicht geregnet. Schade. Ja, wird ja trotzdem was abgezogen. Ja, aber fast nichts. Ist ja alles gut. Achso, könnte laggen. Ja. Ah, ja. Ich weiß so, ich hab Standbild. So. Aha, okay, mit meinem großen Schwader nehme ich drei Bahnen. Eine gewonnen, okay. Gewonnen wie zerronnen. Nee, das stimmt nicht. Nein. Geh doch rüber, Junge.
rum die Kacke. Ja, so. Scheiße, mach ich gerne. Warte mal. Mikrofon muted. So, CP läuft, dann können wir mal selber in den Drescher gehen. Seit. Wieso habe ich da kein GPS drin? Jungs, ich komme gleich wieder. 2 Minuten. Naja. Muted. So. Ich war voll motiviert, mal wieder selber zu dreschen. Was wir machen? Ja, mach ich jetzt auch. Alter, wir alle. Ich dreschen wollte oder sowas, weil ich kein GPS drauf hat. Nee. Ich hab auf keinen einzigen Schlepper GPS drauf. Ja, da auch auf keinen drauf, aber. Keinen einzigen Drescher. Mir sowieso nichts, weil. Ist nur ein Wachstum. In den Roggen könnte ich gehen. Gut, sag's, ja. Aber das bringt halt nichts, wenn ich jetzt in den Roggen gehe. In die Sojabohnen wollte ich nur gehen, weil die direkt an meinem Hof sind. Weil ich da keinen Kipper brauche. Und weil die eh so langsam voll werden, dass ich eh wahrscheinlich keinen Kipper bräuchte erstmal. Weil der Kipper läuft nämlich gleich jetzt bei den Sojabohnen. Ach. Bei den Pellets. Okay, also doch erstmal wieder frei. Schauen wir mal, was bringt denn. Pellets. So, ist eigentlich reichen. Ja, 1-1 die Sonne. Heißt. So, jetzt. Ach man, wo war jetzt mein CP-Ordner drin? Bei Schweizer, Feld 44 oder so. Warum der Hof-Händler-Eingeber hat keiner an Kurs? Ja. Du auch noch nicht mal. Nee, ich habe immer deinen genutzt. Das ist scheiße. Oder hast du einen Kurs zur Molkerei? Ja. Hof Molkerei ist er dort. Müsste, ja. Nee, ist auch nicht. Ah, doch. Oh, Fabi, Händler, Entschuldigung. So gut. Oh, Pflaume. Ja, Händler Hof, aber nicht Hofhändler. So, Leute, tut mir so was von leid. Ein Kurs zum Schweizer geht. Warum hast du einen Kurs, wo nach Schweiz geht? Hä? Das ist Feld. Nee, das ist Feld. Ah, nee, das geht zu Schweiz als Wiese, glaube ich, oder das ist. Ja, das hat er ja. Ach, keine Ahnung. Ja, gibt da hat eh keiner mehr einen Überblick. Das ist korrekt, ja. Was? Ihr habt noch einen Überblick über Kürzberg? Ja, wir haben keinen Überblick. Oder? Also. Da ist der Fabi's Feld, kann ich ja kurz drehen auf dem Feld, stört mich ja nicht. Da, ich hab keine LU bei Fabi. Sau. Junge, Fan, willst du dich mal ein bisschen schneller fahren wie 23 km/h hier? Solche? Maximale Geschwindigkeit, fahr doch maximale Geschwindigkeit. Oh, den hier. Es geht sich doch top aus, Leute. Oder top aus, ja, was? Genau. Mhm. Nein! Warum leckt denn das jetzt? Weiß nicht. Eine gute Frage. Ach, Mann. Gruß mir. Also. Guck mal, was du angestellt hast. So, ich stelle am wenigsten an von den Lecks. Weiß ich. Ja. Hallo? Ich kann nicht mal so sagen. Ich fahre nur mit dem Drescher. Der CP fährt mit dem Feld. Aua. Na, ist doch vorbei, ist alles gut. Ach, jetzt endlich, Alter. Oh, vielleicht zusammenklappen.
Wenn wir sagen, Fenster zur maximalen Geschwindigkeit fahren, was wäre das bei 47 km/h? Falls du das gemerkt hast, wir haben keine Zeit. Gas. Wollen wir Hektars machen heute. So, und um uns an, dass immer jeder aus dem Weg fährt und jeder mich sieht. Drescher ist so klein. Das Schwarze mich nicht sieht, wenn ich entgegenkomme. Serion kommt. Serion kommt. Naja. Der kleine Mann. Alter, dieser Fan, der macht mich schon fix und fertig. So. Hä? Ja, der kommt nicht. Also, was? Ja. Ich denke mal, du wärst echt nicht schneller gewesen, wenn du mit deiner Primus, wenn du mit deiner Primus fahren würdest und ich vorher nicht gegrubbert hätte, geschadet hätte. Gegrubbert. Weil 6 km/h, 5 bis 6 km/h bergab. Fährst du? Nur. Ja. Ja, was hast du für einen Schlepper? Was hast du für einen Schlepper? Was hast du für einen Schlepper? Den 942. Also, ich fahre mit dem Xerion, der hat mehr Boden halt. So. Naja, mehr Boden halt weiß ich jetzt auch nicht. Oh! Alter! Also, wenn du das berechnen willst, dann ist ja viel Spaß. Du musst das Gewicht anrechnen, du kannst den Reifen drucken, musst du dann berechnen. Also, Scheiße, dann hau mal raus. Was? Ja, mit mehr Boden halt. Genau. Ja, also, wie viel denn? Wie viel hat denn der mehr? Naja. Wenn das berechnen willst, dann großes Maß halt. Und das war eine Schulbrechung. Da dauert eine Berechnung wahrscheinlich knapp eine halbe Stunde. Oh, der klappt, der zeigt den aus. Ich kann den kurz abtanken gehen. Was denn? Ich bin zu doof. Lol. Wo ist dieser scheiß Träger? Träger, alles klar. Drescher. Aber der Drescher kommt bei Hafer nicht mal einmal rundum. Gut, das Feld ist groß, Leute. So. Ich krieg ein Vorgewende gerade so. Mit einem Bunker von der Primus hin. Ja, ein Vorgewende geschwadert, Alter. Hast du es jetzt geschwadert oder nicht? Ja, ja. Jo. Tanki, Tanki, Abi, Tanki. Tanki, Tanki. Was sagst du? Ja, eigentlich, Dennis, nee. Was warten? Leute, mal so nebenbei ist. Nur so nebenbei ist. Wisst ihr, ach, dass der Fabi meine Idee geklaut hat? Achso. Ja, geklaut, genau. Genau, jetzt fängt es wieder an zu laggen. Er laggt überhaupt nichts. Ach so, das war falsche B. Das war Helfer. Gut. Wollte gar nicht den Helfer reinmachen. Jetzt Alter! Sag, er hat können laggen. Ein kleiner. Jetzt wollte ich fast nur einen Schneidtagswagen mieten, Alter. Dort kommt's noch. Du hast hier einen neuen Rechner gekauft. Ja. Was denn? Das ist vorwärts geht. Class Nexion 98. 8900. Wie komme ich jetzt hier raus? Ah ne, geht gar. Denn das. Nee, Drescher kaufst du mir keinen anderen. Ich jetzt auch nicht. Ja, was? Jeder hat einen Drescher, tausch nur ich nicht. Ja, ist klar. Was ist so? Das ist mein zweiter Drescher jetzt in dem Projekt. Der habe ich jetzt, das ist mein vierter.
Ja. Aber nicht mich geschuldet. Lol, das Schneidwerk hat sogar im Schneidwerk drin Beleuchtung. Jo. Es gibt in der Gesamtwertung Abzüge, ne? Ja, ganz klar. Wie? Abzüge? Scheiße, da ist schon mal ein Löscher behalten. Ja, warum? Du bist ja sowieso noch gut dabei. Keine Abzüge, weil ja. Beide hatte 4, ich hatte 3. Du hattest 2. Na gut, dann bist du. Aber die Schneidwerk sind groß. Also das Schöne ist, jetzt kann ich direkt, wenn der eine Bahn gefahren ist, nur grob hinterher heizen. Ja, weil, dir sage ich auch, Rosi, ich bin nicht so unfair, aber ich würde vor dem Winteranbruch ansehen. Dann kommt das zweite Sommertag fertig, dann können wir das nochmal abhören. Ja, das bringt trotzdem gar nichts. Doch. Ah, doch. Ja, stimmt. Ja. Aber ich habe gesagt, ich bin ein lieber Mensch, weißt du? Ich hätte ja auch gar nichts sagen können. Ja, dann da soll mal so stehen. Na gut, mal Freunde, ich würde sagen, das war's mit der Folge. Welche Folge fand ich, lasst ihn damit schauen, für euch 6 Mal vorbei. Bis dann, habt einen Traum auf den Tag und bis dahin, ciao. Tschüss.